Can you hear me? Please don't go. Where are you going? Leicht verrucht klingt er, der Pop-Noir von Van Schmidt. Surround Me With Your Love heißt die erste Single aus ihrem neuen Album, eine Coverversion. Der Song ist mir ganz zufällig über den Weg gelaufen. Ich habe ihn damals in der Originalversion von 311 Porter im Radio gehört. Surround me with your love. Und habe mich direkt in den Song verliebt und mich dann auch gleich an meine eigene Version gemacht. Manchmal ist es mit Songs ja so wie mit der Liebe, man trifft sich und dann passt es einfach. Raw heißt das neue Album der 26-Jährigen. Es erscheint fast 4 Jahre nach ihrem Debütalbum. Eine lange Zeit in der schnelllebigen Popwelt. Mir ist ziemlich schnell klar geworden, dass das, wonach ich suche, eigentlich in mir selber drin steckt. Und so ein kleiner Kopf kann dann manchmal größer sein als die ganze Welt. Und das braucht einfach seine Zeit. Und die Zeit hat sie genutzt, um sich weiterzuentwickeln. Nach Veröffentlichung ihres ersten Albums Van Schmidt geht sie 2012 erstmal auf ausgedehnte Clubtour. Als Support von Sir Elton John tingelt Elisa Schmidt anschließend durch Australien. Zuletzt begleitet sie Pop-Veteran Bryan Ferry als Vorgruppe auf dessen Deutschland-Tournee. Die Tour mit Bryan Ferry war unglaublich. Es ist eine wahnsinnig große Ehre, mit so einem großen Idol auf Tour zu gehen. Und wir wurden so wahnsinnig nett aufgenommen. Und Bryan, ja, ist einfach unglaublich. Ihre Erfahrungen hat die Sängerin aus Koblenz mit in ein Tonstudio in London genommen. Zusammen mit internationalen Musikern und Produzenten entwickelte sie dort ihren typischen Sound weiter. Bei meinem ersten Album habe ich eher alles von außen beschrieben und war mehr der Voyeur. Und ich finde, jetzt bei Raw habe ich einfach das Gefühl, ich bin mittendrin und Raw, das bin ich. Eine musikalische Selbstfindung, wie immer bei Van Schmidt, erotisch aufgeladen. Ab März bringt sie ihren Pop-Noir wieder auf die Bühne.